Um Gottes Willen. Oh, Freunde. Habt ihr schon gesehen? Ich hatte mal bei einem Raffle Glück. Ich glaube, beim Biesten hatte ich Glück, wenn ich mich nicht ganz irre. Ich habe den Quantum bekommen, den Basketball-Sneaker von... Es ist die Lifestyle-Version. Und ich wusste nicht, ob ich mich freuen soll oder nicht. Ich habe schon mal reingeschaut. Der Karton seht ihr ein bisschen eingedrückt vom Versand und alles. Ich wusste nicht, was mich erwartet. Ich hatte den Schuh noch nicht in der Hand. Aber es ist soweit. Es ist soweit. Ich habe ihn in der Hand. Ja, es ist Biesten. Hier ist die Rechnung, Freunde. Da haben wir den Schuh. Wir wollen uns jetzt nicht den mit dem Etiketten anschauen, sondern wir nehmen den anderen hier raus und machen hier einfach mal zu und schauen uns das Ganze mal an. Aber Moment. Hast du schon den Kanal abonniert? Schau mal auf den Abo-Button. Ist der gedrückt? Dann alles gut. Dann lass gerne einen Daumen nach oben da. Und jetzt schauen wir uns an. Ich habe gesehen, dass er schon im Preis gestiegen ist. Das heißt, ich werde ihn so, leider, muss ich euch schon vornherein sagen, ich bin einfach nicht der Typ für so einen Typ Schuh. Und ich werde ihn einfach flippen und mir einen nächsten Sneaker dafür holen. Ich habe aber gesehen, dass er schon an Wert gestiegen ist. Das heißt, ich werde ihn auf jeden Fall für mehr wegbekommen, als ich ihn gekauft habe. Also wirklich sehr, sehr wild. Wenn jemand von euch Interesse hat, gerne auf Kleiderkreisel mir eine Nachricht schreiben oder auf Insta oder sonst was. Finde ich sehr wild. Ich bin jetzt schon gehypt, wie das Ganze on feet ausschaut. Er ist wirklich, also man muss halt, man kann sagen, was man will, dieses Thema Yeezy ist ein bisschen ausgekaut, ausgelutscht, ja. Aber es ändert nichts daran, dass die einfach verdammt ästhetische, schöne Schuhe machen, die sehr detailverliebt sind. Wenn ich mir alleine zum Beispiel jetzt die Außensohle mit der Mittelsohle anschaue, wie das Ganze ineinander verschmilzt und dann hier so dieses Art Gelige drüber gelegt ist. Ich finde das krass. Erster Eindruck, safe, muss ich einfach sagen, super Job gemacht, sehr krasser Schuh. Vielleicht ziehe ich den nachher auch an und will den gar nicht verkaufen, weil er mir echt steht oder mir auch gefällt. Ich weiß es ja noch nicht, aber ich gehe davon aus, dass ich den auf jeden Fall flippen werde. Wir schauen uns erstmal die Merkmale an. So, die Yeezy DNA erkennen wir natürlich an der seitlichen Silhouette, verbunden hier mit diesem abrupten Cut, der dann dunkel wird. Wir haben einmal dieses Stoffartige oben und dann dieses Kunstartige, was sehr hart ist. Für einen Basketball-Sneaker macht das Sinn, dass es eben diese Kurve hier macht, weil es eben den Fuß stabilisieren soll. So macht Sinn. Dass die Silhouette natürlich von breit zu eng wird, macht genauso Sinn. Es ist ein Basketball-Sneaker. Er soll ja sich um den Fuß legen und soll jetzt nicht da rumwackeln oder sonst was. Die Materialien fühlen sich alle sehr hochwertig an, muss ich fairerweise sagen, sehr stabil. Auch die seitlichen, da haben wir das Ganze ein bisschen Thema auch durchsichtig. Man erkennt hier auch so ein bisschen Streifen und alles. Wir werden uns ja alles in Ruhe anschauen. Was ich sehr cool finde, hier auf der Zunge haben wir mal gar nichts. Nichts, kein Schriftzug, null, nada, niet. Was ich aber sofort direkt merke, wenn ich zum Beispiel jetzt hier reindrücke, wir haben hier Boost mit verbaut. Das ist einfach sehr nice und das erkennt man auch ganz leicht dezent, wenn man hier reinschaut. Ich glaube auch hier. Da erkennt man das Ganze auch. Jetzt hat mein Finger auch richtig ordentlich geknackst. Ich finde diese Kombo aus diesem Grau, Dunkelgrau und fast schon Schwarz mit diesem leichten Beigen bzw. diesem Bone-Ton sehr, sehr wild. Und dann hast du halt dieses Boost-Element, was halt schon zu Yeezy gehört und auch da sein muss. Hier erkennt man auch nochmal schön das Boost-Element, was sich halt hier in die Mittelsohle einzieht. Also die Mittelsohle ist safe mit Boost ausgelegt, sehr angenehm. Die Außensohle aus Gummi, vermute ich mal, bzw. Hartgummi-Kunststoff. Was für einen guten Abrieb halt sorgen soll beim Spielen. Wie gesagt, das ist ja diese Lifestyle-Version, das heißt, die sollte auch dafür geeignet sein, dass wir den ganzen Tag damit rumlaufen. Ich will euch mal kurz hier die Toebox zeigen. Die Toebox verbindet sich hier mit der Zunge, hat eine ja, typische Schnürung. Dann haben wir hier, ich hoffe, ihr seht das, ein ganz wirdes Material. Rauleder-Einsatz in einem Beige-Ton. Ich hoffe, ihr seht das gut. Seht ihr das? Das sieht irgendwie sehr gewöhnungsbedürftig aus. Also wenn ich eine Sache, also ich finde ihn wirklich, wirklich, real talk, finde ich ihn verdammt schön. Aber wenn ich jetzt schon eine Sache sagen könnte, wo ich ändern wollen würde, dann wäre es safe das hier. Das müsste nicht sein. Stell dir mal vor, das hier wäre in den Ton wie hier, dass es hier zu den ganzen passt. Ah, das wäre vielleicht zu viel und einen hellen Grauton, damit es vielleicht zu diesem Style passt oder diesen Gummilook hat, dass es hier rüber geht. Das wäre vielleicht noch schöner, aber ich bin kein Sneaker-Designer. Will ich mir auch nicht anmaßen, die werden sich schon was dabei gedacht haben. Wenn ich jetzt mal hier einfach mal das Ding entferne, ich möchte einfach mal mit euch reinfassen, wie sich das anfühlt. Sehr stabil, keine offenen Nähte, nichts.
sehr, 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 sehr offene Nähte, also beziehungsweise Kanten oder Ecken, die einen aufreiben könnten. Aber klar, für einen Basketball-Sneaker kann man das nicht erwarten. Ah ja, darauf wollte ich hinaus, weil ich fasse sehr, sehr rein, aber wir haben hier links und rechts zwei Pads. Ich hoffe, man erkennt es irgendwie, weil es ist wirklich sehr, sehr dunkel. Seht ihr diese Pads? Hier und hier? Man erkennt sie ganz leicht. Jawohl, hier. Man erkennt sie, Freunde. Da sind sie. Diese Pads, das habe ich mir nämlich gedacht, weil das ist ein Basketball-Sneaker und wir hatten ja schon sehr viele Basketball-Sneaker in der Hand, die diese Pads innen haben, damit die eben deine Ferse hier stabilisieren. Grundgedanke, kurz hier ein bisschen in diese Theorie des Designs des Schuhs, warum das so gemacht wurde, ist, diese Pads drücken eben in diese Hülle hier rein, stabilisieren deinen Fuß. Das heißt, wenn du auftrittst, springst, machst, tust, sorgen die dafür, dass du nicht umknicken kannst oder eher unwahrscheinlicher wird das Ganze, dass du umknickst und dich verletzt. Und es hat tatsächlich hier mehr den funktionalen Touch. Und ich finde es aber schön, dass man es von außen nicht großartig erkennt. Also wirklich sehr, sehr nice. Das seitliche Material ist nochmal gepolstert hier. Ihr seht das hier auch, das Muster so zickzackmäßig. Sehr angenehm, das heißt, ihr habt hier keinen Aufrieb oder sonst was mit dünneren Socken. Ja, bisher, wenn ich den bewerten müsste, für mich, trotz dessen, dass es ein Yeezy ist, weil ich weiß, es wird schon viele Leute nerven, aber ich würde den echt safe mindestens eine 8 geben. Sage ich euch ehrlich, er ist schon schön und er ist nicht zu abgespaced, auch ganz wichtig. Jetzt will ich ihn aber mit euch hier auch unfeedern schon, Freunde. Seid ihr bereit? Los geht's. So, Freunde, schaut euch das an. So sieht er aus. Und ich muss ehrlich sagen, ey, ich war mir nicht sicher, ob der gut ausschaut. Aber ey, verdammt, selbst von oben, allen drum und dran. Sehr, sehr nice. Ich werde euch das Ganze mal hier ein bisschen on walk zeigen. Also wirklich verdammt wild, verdammt nice. Ich muss ehrlich sagen, gerade bei Basketball-Sneakern ist das Reinkommen eigentlich ein bisschen schwerer. Aber ich muss ehrlich gestehen, ihr seht es einmal hier zum Beispiel, sorry nochmal, wenn ich dazwischen, mir selber dazwischen rede, hier einmal mit Trackpants drauf und Trackpants hochgelegt. Sehr wild. Ich ziehe immer frische Socken an für Schuhe, falls ich sie verkaufen will. Eben für den nächsten macht man das einfach aus Höflichkeit. Und ich habe immer so ein bisschen die Sorge, dass man im Basketball-Sneakern eher schwerer reinkommt. Hier war es nicht der Fall. Ich bin super easy reingekommen, also wirklich super clever gelöst. Hier auf jeden Fall sehr gute Stabilisation, sehr guter Look, fühlt sich sehr gut an Feet an. Und gerade die Lifestyle-Version, ja wirklich, damit könnte ich den ganzen Tag rumlaufen. Und er sieht schon verdammt krass aus. Also, wirklich sehr gelungenes Design, sehr gelungenes Sneaker, würde ich tatsächlich jedem so empfehlen. Ich werde euch das Ganze mal so ein bisschen hier von der Silhouette zeigen, dass ihr es mal 360 Grad gesehen habt, wie es überall on feet ausschaut. Also wirklich wilder Schuh, muss ich ehrlich sagen. Also gefällt mir echt verdammt gut. Die Optik, alles drum und dran, Silhouette. Jetzt zeige ich euch das nochmal, wie es von oben ausschaut, dass ihr das auch mal gesehen habt. Wirklich verdammt wild. Ach, das mit den Etiketten nervt mich bei Adidas, also... Also ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, ob ich den verkaufen will. Freunde, falls ihr den vielleicht haben wollt, ich glaube in 44 2/3 oder 1/2, was ich den gekauft habe, könnt ihr mir gerne auf Insta schreiben, aber ich werde jetzt, glaube ich, nicht akut so danach suchen, dass ich den verkaufen muss oder so. Wirklich gefällt mir richtig gut. Sehr geile Sneaker, kann ich jedem nur ans Herz legen, der mal was anderes möchte von Yeezy. Und das ist auch ein Schuh, der nicht ausgelutscht ist und den nicht jeder draußen trägt. Also wirklich wilder Schuh. Ey Bro, hol dir den Air Max Gravitation, der ist richtig geil, der kommt richtig cool, richtig ästhetisch. Wer nicht? Das war eine Zuschauerempfehlung und ich habe ihn geholt. Es gab den in zwei Variationen. In Teilleder und Stoff und einmal in Vollleder. Ich habe ihn jetzt hier schon mal in